Hallo zusammen, mein Name ist Tom Franke und zusammen mit meinem Kollegen Manuel Kranz stellen wir Ihnen heute zusammen das digitale Transformationsthema am Praxisbeispiel bei Fressnapf vor. Zunächst einmal gehe ich auf die Agenda ein dieses Vortrags. Wir werden uns kurz vorstellen, wer wir sind, welchen Unternehmen wir angehören. Dann wird Herr Kranz etwas zur Ausgangssituation und Motivation bei Fressnapf sagen. Ich werde dann übernehmen und die Idee und den Lösungsansatz hinter diesem Vorhaben erläutern. Dann gehen wir kurz auf zwei sehr bekannte Produkte dieser Plattform ein und erklären auch kurz, warum wir von Produkten reden und nicht von Projekten. Geben dann kurz einen Einblick in die bereits erreichten Meilensteine, in den Ausblick und runden das Thema mit einem Fazit ab. Mein Name ist Manuel Kranz, bin mittlerweile 6 Jahre bei Fressnapf und für die Architektur, digitale Plattform und Multi-Cloud-Strategie verantwortlich. Die von uns konzipierte digitale Plattform und Multi-Cloud-Strategie werden wir in der Präsentation vorstellen. Leider kann ich persönlich bei dem Dreh krankheitsbedingt nicht dabei sein und werde nur auf der Tonspur zu hören sein. Mein Name ist Tom Franke, ich bin Solution Architect bei der Recore Group GmbH und unterstütze bereits seit über einem Jahr Fressnapf bei diesem Umsetzungsvorhaben. Fressnapf ist 1990 von Thorsten Töller mit seinem ersten Mal gegründet worden. Seit letztem Jahr besteht Fressnapf 30 Jahre und ist in den 30 Jahren kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile sind wir in 11 europäischen Ländern mit mehr als 1800 Stores vertreten. Neben Deutschland sind wir unter anderem in Frankreich, Belgien, Österreich, Schweiz, Ungarn, Polen. In Deutschland sind die Stores überwiegend in den Händen von Franchise-Partnern, die über die Jahre hinweg ein wichtiger Erfolgs- und Wachstumsbestandteil für uns sind und weiterhin sein werden. Zusätzlich zu den Stores betreiben wir in verschiedenen Ländern auch einen Online-Shop. Dies ist unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen der Fall. 2019 hatten wir mit der Fressnapf-Gruppe einen Umsatz von ca. 2,3 Milliarden Euro Umsatz mit ca. 13.000 Mitarbeitern gemacht. 2020 konnten wir den Umsatz trotz Corona weiter steigern und wachsen. Als Fressnapf verfolgen wir die Vision, dass wir der beste Ansprechpartner für Mensch und Tier sind und unser Handeln ist daher auch nach dem Motto Happier Pets, Happier People ausgerichtet. Wir geben alles dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen. Dies erreichen wir nur, indem wir unser Handeln an den Kunden ausrichten. Wir möchten seine Wünsche und Bedürfnisse und auch die seines Tieres verstehen, um ihn entsprechend seiner Wünsche und Bedürfnisse optimal beraten zu können. Damit wir weiterhin erfolgreich sein werden und auch weiterhin unsere Vision und Mission verwirklichen können, sind wir dabei, unsere Geschäftsmodelle zu erweitern. Im Rahmen unserer digitalen Transformation werden wir das Ökosystem aufbauen, um das Zusammenleben von Mensch und Tier noch einfacher, besser und glücklicher zu machen. Mit unserem Ökosystem möchten wir den kompletten Lebenszyklus eines Tieres neben Produkten mit Services abdecken. Das Fressnapf-Ökosystem besteht aus der physischen und digitalen Welt. Die physische Welt besteht neben unseren Märkten, wo wir auch uns Gedanken über neue Formate von Märkten machen, aus Services wie Hundefriseur bzw. Grooming oder Tierarztpraxen, die wir anbieten. Diese physische Welt möchten wir mit der digitalen Welt erweitern. Die digitale Welt besteht zum Beispiel aus dem Online-Shop, wo wir ja heute schon in verschiedenen Ländern unterwegs sind und den wir dieses Jahr auch noch weiter ausrollen werden. Dazu gehört auch eine Kunden-App, die E-Com-Funktionalitäten enthalten wird und auch weitere Services oder Content anbieten wird. Daneben werden wir weitere digitale Services anbieten, wie zum Beispiel einen GPS-Tracker mit einer App und einen digitalen Tierarztratgeber, wo ich als Tierbesitzer mir erste Informationen holen kann über einen Chatbot und später dann auch zu einem richtigen Tierarzt verbunden werden kann. Hunde muss also das Fressnapf-Ökosystem nicht verlassen, damit seine Wünsche und Bedürfnisse durch unsere Services und Produkte erfüllt werden. Wir möchten die physische und digitale Welt miteinander verbinden und nicht die einzelnen Services für sich alleine stehen lassen. Bedeutet, dass zum Beispiel, wenn der
Hunde im Markt ist und braucht einen Hundefriseurtermin, dann kann er den dort vereinbaren und oder auch über die Kunden-App vereinbaren und dann zu unserem Hundefriseur gehen. Er kann aber auch zum Beispiel Artikel im Markt bestellen, die nur im Online-Shop verfügbar sind und sich die entweder nach Hause schicken lassen oder in den Markt senden lassen. Diese intelligente Vernetzung der physischen mit der digitalen Welt erreichen wir mit unserer konzipierten und aufgesetzten digitalen Plattform. Über unsere digitale Plattform stellen wir kanalübergreifend und konsistent Informationen, Services und Produkte zur Verfügung und ermöglichen damit eine barrierefreie Customer Journey in allen Kanälen. Außerdem vermeiden wir damit Redundanzen, da wir auf allen Kanälen den Zugriff auf die gleichen Informationen ermöglichen. Wir erreichen auch damit die geforderte Flexibilität und Schnelligkeit und zeitgleich garantieren wir hierdurch die Stabilität der notwendigen Backend-Prozesse und Systeme. In der weiteren Präsentation werden wir ja darauf eingehen, wie wir die digitale Plattform konzipiert und aufgesetzt haben, zusammen mit unserem Partner Realcore und welche ersten Omnichannel-Services wir für verschiedene Use-Cases umgesetzt haben. Die ersten Use Cases sind zum Beispiel unser digitaler Mitarbeiterassistent, bei uns auch Mia genannt, oder die Use Cases Ship from Store und Markt bestellt online. Danke, lieber Manuel. Die Realcore Group GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit dem Hauptsitz in Essen. Wir haben mittlerweile über 300 Mitarbeiter an den verschiedensten Standorten in Deutschland und auch in der Welt. Unser Fokus liegt auf dem Einzelhandel. In der Prozessberatung und in der Technologie rundet dies der Technologie 4.0 Beratungsansatz unser Portfolio ab, indem wir auch Entwicklung, Konzeption und auch Enterprise Architecture unterbringen. Nun steigen wir in das Thema ein. Die Idee: Wir erschaffen einen digitalen Plattformansatz, ein Ökosystem für alle zukünftigen digitalen Services. Mit einem zentralen IT-Governance-Thema, standardisierten Prozessvorgehen, einheitlichen Tools über alle Produktteams und einem zentralen Team, was diese Produktteams steuert. Dabei ist zentral wichtig, eine Applikationsstrategie zu etablieren, die produktunabhängig ist. Wir legen uns auf eine Betriebsplattform oder in diesem Beispiel auf mehrere Betriebsplattformen fest, um eine Multicloud-Architektur zu verfolgen. Dabei schaffen wir eine einheitliche und konsistente Architektur über alle Produkttypen hinweg. Natürlich liegt dabei auch der Fokus auf die Integration der SAP Legacy-Systeme mit den neuen Technologiekomponenten aus der SAP-Welt. In diesem Beispiel eben auch der SAP Business Technology Plattform, wie wir gleich noch sehen werden. Das machen wir, indem wir Produktteams etablieren, gezielt etablieren und diesen Guidelines zur Nutzung von zentralen Tools zur Verfügung stellen und einheitliche Produktteamstrukturen schaffen, sodass jedes Produktteam ein einheitliches Vorgehen hat und eine einheitliche Struktur aufweist, um im Grunde genommen den interdisziplinären Austausch zwischen den Produktteams voranzutreiben und zu ermöglichen. Das zentrale digitale Plattformteam unterstützt die Produktteams dabei in der Kommunikation. Zudem bieten wir ein einheitliches Projektvorgehen an. Fressnapf wird zur agilen IT-Organisation und das sieht man auch daran, dass die Kompetenzentwicklung bei den Mitarbeitern in den agilen Methodiken vorangetrieben wird. Nur so können wir eine einheitliche Nutzung von Scrum-Prinzipien in der Projektdurchführung und der Produktweiterentwicklung auch garantieren. Und das alles machen wir nachhaltig, denn wir haben diesen Plattformansatz gewählt als Investitionsschutz für die kommenden Entwicklungen. Wir haben einen stärkeren Kunden- und Mitarbeiterfokus, indem wir diese modernen Technologien gezielt dort einsetzen, wo der Kunde oder Mitarbeiter sie braucht. Zudem wollen wir in Zukunft Partner über einfachere Anbindungen ermöglichen, das Fressnapf-Portfolio zu erweitern. Und das machen wir alles mit Services, die im Kern wiederverwendbar sind, um Investitionen im Grunde genommen schützen zu können. Kommen wir zur Lösung, die sogenannte digitale Plattform. Die digitale Plattform soll bei Fressnapf den Kunden und Mitarbeitern ermöglichen, eben digitale Services und Produkte auf einer einheitlichen Plattform nutzen zu können. Hier können Sie rechts sehen im Bild,
wie diese Architektur angestrebt ist. Wir haben im Grunde genommen zwei wesentliche Touchpoints, einmal den Kunden und einmal den Mitarbeiter. Dem bieten wir gezielt digitale Services und Produkte an, wie in diesem Beispiel eine Mobile-App, eine neue Postlösung oder auch einen digitalen Filialassistenten, wie wir gleich auch noch sehen werden. Darunter bieten wir eine einheitliche Plattform an, die leben kann, eine flexible Architektur on top der SAP-Legacy-Systeme bietet und vor allem ganz wichtig standardisierte Schnittstellen anbieten kann, sodass diese auch wiederverwendet werden kann von unterschiedlichen Produkten oder von Produkten, die in Zukunft noch entwickelt werden. Und das alles wird ermöglicht durch die SAP Business Technology Plattform. Kommen wir nun zu den Produkten und warum wir von Produkten sprechen und nicht von Projekten. Projekte charakterisieren sich häufig dadurch, dass sie zeitlich befristet sind und risikobehaftete Aufgaben aufweisen. Zudem sind Projektteams häufig gekennzeichnet durch ineffiziente Silostrukturen und weisen ein hohes Maß an Abhängigkeiten aus. Das zeigt sich häufig in der Kommunikation bei sehr komplexen Aufgaben. Aus diesem Grund wählen wir bei Fressnapf ein Produktteam. Wir etablieren Produktteams im Rahmen der digitalen Plattform, um cross-functional Teams zur Verfügung zu stellen, um genau gezielt diese Silostrukturen abzubauen. Das stellt zum einen die Unabhängigkeit der Produktteams sicher und zum anderen bietet es uns eine langfristige Ausrichtung der Umsetzungsvorhaben, indem wir gezielt einem Produktteam ein Umsetzungsvorhaben zuweisen können. Dabei wird der Product Owner zu 100% eingebunden und von seinen restlichen Aufgaben entlastet. Das alles wird dann durch das zentrale Team in der digitalen Plattform gesteuert und die Kommunikation geplant. Demnach ist die Etablierung der Produktteams bei Fressnapf und innerhalb der digitalen Plattform ein Grund, warum Fressnapf sich immer weiter zu einer agilen IT-Organisation weiterentwickelt und eben den langfristigen Fokus auf die Produktentwicklung legt und weniger auf die Projektdurchführung. Nun kommen wir zum ersten Produkt. Das erste Produkt sind im Grunde genommen zwei Prozesse, die mit der neuen Postplattform der Firma Enfor zur Unterstützung der Geldwirtschaft und Warenwirtschaftsprozesse bei Fressnapf eingeführt wurden. Die beiden Prozesse nennen sich Ship from Store und Markt bestellt online. Im Grunde genommen nutzen wir im Frontend die Postplattform der Firma Enfor und integrieren diese mit der SAP Business Technology Plattform mit den SAP Kernsystemen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir zum einen in der SAP Cloud Plattform davon profitieren, dass wir standardisierte Services verwenden, wie ein Identity Authentication Service oder ein Message Broker, dem EMS, oder aber auch spezifische Cloud Foundry Services, die wir zu unserem Vorteil nutzen können und recht schnell integrieren können. Darüber hinaus bieten wir auch Online-Services an, beziehungsweise kundenorientierte Microservices und Fressnapf-interne, also prozessspezifische Services, die einheitlich entwickelt werden und die wiederverwendbar entwickelt werden, sodass wir generalisierte Schnittstellen haben, standardisierte Schnittstellen, die wir unter anderem auch durch eine CPI in die SAP-Kernsysteme in Echtzeit integrieren können. Das zweite Produkt ist MIA, der digitale Mitarbeiterassistent, und wird dort eingesetzt, wo er vom Mitarbeiter am ehesten benötigt wird, nämlich in der Filiale. MIA ist eine Applikation zur Unterstützung der Fressnapf-Mitarbeiter in der Filiale bei der Erledigung der alltäglichen Aufgaben und darüber hinaus auch bei der Verkaufsberatung gegenüber dem Kunden. Dabei setzt MIA eben auch auf der digitalen Plattform auf und nutzt gezielt Services, die wir dort zentral bereitstellen, die aber auch wiederverwendbar sind und gegebenenfalls durch weitere Produkte in der digitalen Plattform genutzt werden können. Mit MIA konnte Fressnapf sogar auch bei den Best Retail Cases den ersten Platz belegen. Kommen wir nun zu den Meilensteinen und einem Ausblick, wo wir 2021 noch hinwollen. Im März 2020 konnten wir die erste Filiale mit MIA live nehmen. September 2020 haben wir dann bei Fressnapf den neuen Webshop gelauncht und konnten damit auch die neuen Aurora Web Services live nehmen. Die Aurora Web Services sind ein weiteres Produkt der digitalen Plattform. Im Oktober 2020 stand dann der Go-Live des ersten Enfor-Prozesses, also des ersten Prozesses mit der neuen Postlösung an
Und dieser wurde direkt in mehreren Filialen in einer Art Pilotbetrieb live genommen. Ende des Jahres 2020 haben wir dann erste Governance-Prozesse abgeschlossen und einheitlich dokumentiert und weitere Prozessvorgaben im Rahmen der digitalen Plattform den Produktteams zur Verfügung gestellt. Im Januar 2021 sind wir mit der ersten Filiale und dem weiteren Postprozess, nämlich marktbestellt online, in den Live gegangen. Für das erste Quartal 2021 haben wir uns vorgenommen, weitere Entwicklungen zur Integration der neuen Kassen- und Filialwarenwirtschaftsprozesse live zu nehmen, beziehungsweise mit der Entwicklung zu beginnen. In der zweiten Hälfte des ersten Halbjahres steht auf dem Plan, dass wir weiter in das Thema Identity Lifecycle Management investieren und das für unsere Kunden und Mitarbeiter auch ausrollen. Für das gesamte Jahr 2021 haben wir uns aufgenommen, ein barrierefreies Customer Journey anzubieten und das in allen Kanälen über unsere intelligente digitale Plattform. Natürlich haben wir auch etwas dabei gelernt, nämlich viel Erfahrung, hatten gute Situationen, aber auch Situationen, in denen wir nachjustieren mussten. Und wir haben das aufgeteilt in einmal Lessons Learned Projektarbeit und einmal Lessons Learned Sub-Business Technology Plattform. Nämlich also da, wo wir mit der Technik auch wirklich gearbeitet haben. Zum einen haben wir festgestellt, dass agil nicht immer agil heißt, denn komplexe Vorhaben erfordern viel Kommunikation und viel Planung. Komplexität erfordert demnach auch Transparenz, denn das, was wir dort uns vorgenommen haben und das, was wir bis jetzt auch erreicht haben, ist ein komplexes Szenario, eine komplexe Architektur mit vielen Beteiligten. Nur kann man dies erreichen, indem man Transparenz schafft und da ist Kommunikation ein Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, ein wichtiger Aspekt bei diesem Vorhaben war, dass wir viel kommuniziert haben zwischen den Produktteams und der digitalen Plattform. Zudem bedeutet es aber auch, dass eine komplexe Architektur, gerade mit SAP-Kernsystemen, einen hohen Integrationsaufwand bedeutet, was wiederum Softwareabhängigkeit bedeutet. Im Bereich der Business Technology Plattform konnten wir feststellen, dass die SAP dort bereits sehr viele leistungsfähige Standardfunktionen mit sich bringt, auf die wir aufbauen konnten, die wir schnell nutzen konnten und die wir recht effizient integriert haben. Wir haben festgestellt, dass mit der SAP HANA Datenbank in der Cloud wir viele Vorteile haben, aber auch viel Aufwand generieren bei der Einbindung dieser Datenbank. Zudem, dadurch, dass wir eine Integrationsschicht geschaffen haben in die SAP Legacy Systeme, für beliebige Systeme oberhalb dieser Schicht, ist der Integrationsaufwand gestiegen. Dennoch konnten wir mit der CPI eine gezielte Trennung der Integrationslogik von der Applikationslogik erreichen und so standardisierte Schnittstellen für das Ökosystem zur Verfügung stellen. Wir mussten aber auch feststellen, dass wir gerade in der Einrichtung von Container-to-Container-Networking zwischen den Microservices, also die Kommunikation zwischen den Microservices, in der SAP Cloud Plattform nicht so ganz leicht war. Nichtsdestotrotz bietet die SAP Business Technology Plattform im Kern die SAP Cloud Plattform im Zusammenspiel mit einer geeigneten SAP Applikationsstrategie schon wesentliche Vorteile. Denn sie unterstützt einen bei der Integration und bei der Nutzung von Out-of-the-Box Services. Zudem gilt es aber auch bei der Abdeckung aller Anforderungen zu beachten, dass man über den Tellerrand hinausschaut und guckt, dass man gezielt bestimmte Anforderungen durch weitere Angebote ergänzt, um so eine Multicloud-Architektur zu schaffen. Abschließend lässt sich zu dem Thema sagen, wir haben bei Fressnapf erfolgreich die ersten Omnichannel-Prozesse und Omnichannel-Services eingeführt und das mit sehr positivem Feedback von den Stakeholdern, insbesondere aus den Filialen. Die Multicloud-Architektur hat sich hier als wesentlicher Erfolgsfaktor erwiesen, denn wir konnten in nur wenigen Monaten mit einem klaren Ziel, mit einer starken Mannschaft, ein neues IT-Ökosystem bei Fressnapf schaffen und an wesentlichen Stellen der IT-Systeminfrastrukturoptimierung durchführen. Wir sehen uns daher für die Zukunft und für die zukünftigen Produktentwicklungen mit der SAP Business Technology Plattform am besten beraten. Ich hoffe, wir konnten euch mit der Präsentation einen guten Einblick geben, wie wir unsere digitale Plattform als Fundament für das Fressnapf-Ökosystem aufgesetzt haben und wie gut wir dann perspektivisch für weitere Services und für den Ausbau des Ökosystems aufgestellt sind.
Vielen Dank an das Interesse an unseren Vortrag und auch vielen Dank an Tom, der mich hier tatkräftig unterstützt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch viel Spaß auf den DSAG-Technologietagen.